Kühnebert, deine Gäste sind da. Kommt, das Essen steht bereit. Der liebe Abt schickte mir eine herzliche Einladung. Er sagte, meine Freunde wollten mich sehnlichst sehen. Ich weiß, es ist etwas früh für ein Abendessen, aber Kühneberts Ale passt so gut zu gebratenem Lamm und Zimt-Blaubeererbsen. Ich konnte nicht widerstehen. Wo ist mein Bruder? Ist er nicht hier? Mon Dieu, ich habe ihm nichts gesagt. Töte sie und wir finden Sigurd nie. Setz dich, Eivor. Iss. Und lass mich dir die Geschichte eines Mannes erzählen, der mit Göttern spricht. Du verlachst mich? Ich habe für weniger getötet. Natürlich hast du das. Läuft es nicht so in dieser hässlichen Welt? Wir beide dünnen die Herde aus, wie wir es für sinnvoll erachten. Die meisten auf Erden sind kaum mehr als sprechende Blutblasen. Verschwendetes Fleisch. Doch nicht Sigurd. Sigurd ist anders. Sigurd wurde berührt. Er ist göttlich. Die Götter, sie sprechen durch ihn. Du fängst ihn ein mit dieser Lüge. Deine Worte sind Pest und Galle. Du hättest zuhören sollen, Eivor. Ich versuchte es dir zu sagen, die Götter sind echt und ihre Macht in Reichweite. Du wirst ihn nie finden. Nicht, bis ich alles habe, was ich will. Auf alte Freunde. Das ist köstlich, Kühnebert. Schmecke ich da Nelken? Nun, damit ist das Abendessen beendet. Tötet sie und bringt ihre Leichen in mein Sanktum in Kantwareburg. Sie werden bald...